Dankeschön. Ich bin Valentin Hoffmann. Ich denke, ich bin mit meinen 16 Jahren hier einer der Jüngsten. Einer meiner Vorredner hat es schon angesprochen. Hier laufen minütlich Tausende von Leuten vorbei. Und keiner weiß eigentlich, was wirklich passiert ist. Und keiner schaut drauf, weil er auch, wie es gerade vorhin schon gesagt wurde, nichts direkt verloren hat. Bei ACTA dachten die Leute, man nimmt ihnen YouTube weg, man nimmt ihnen das Internet weg. Sie könnten nicht mehr machen, was sie wollen. Da sind die Leute auf die Straße gegangen. Jetzt wird ihnen ihre Freiheit weggenommen. Aber kein interessiert es im Prinzip. Bei unserer Regierung ist es ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sagen will. Man muss auch bei der Regierung erst einen schmerzhaften Punkt finden. Man muss ihnen was wegnehmen. Dass die aufwachen, dass sie wissen, dass sie was ändern müssen. Wenn man ihnen nur sagt, mach dies, mach das, das ist ihnen egal. Sie sind an der Macht, sie können machen, was sie wollen im Prinzip. Und das muss man ändern. Wir müssen hier alle müssen aufstehen. Nicht nur ein paar hier, sondern alle, die vorbeilaufen. Sie schauen jetzt alle schon her, aber denkt drüber nach. Stellt euch auch vorne hin und redet. Es geht an alle. Also, ganz klasse, dass er mit seinen 16 Jahren hier ist, weil um die nächste Generation geht es vor allem. Die wachsen schon in so einem Überwachungssystem auf. Die freunden sich fast schon damit an. Ich habe hier ein Handy, ich weiß genau, Android. Alle Bilder, die ich hier drauf habe, sind schon auf dem Server, sind schon bei denen. Das ist so, im System eingebaut. Und die Generation, die du ja vertrittst, ja, wächst, dass die Gefahr ist, dass die das schon sich dran gewöhnen, das als selbstverständlich nehmen, dass sie praktisch gelenkt werden können, manipuliert, abgehört und auch gesteuert werden. Viele Dinge sind im Grauen passiert, nicht nur in der Wirtschaft. Dinge, die da passieren, untergraben. Das ist ja nicht nur, dass man abgehört wird, da wird auch ganz schön, wenn es drauf ankommt, manipuliert in Waffen, in Kriegen, in Spionage, bis in die privaten Beziehungen hinein.